Ja, so, willkommen zurück, liebe Leute, hier beim Agrarsimulator 2013. Und wir müssen jetzt das Feld, was wir da hinten gedingsbumst haben, gepflügt haben, müssen wir jetzt einmal güllen. Und dazu wollen wir uns ein kleines Güllefass kaufen. Wir haben ja nicht so viel Geld, weil wir müssen noch eine Erntemaschine kaufen. Also gehen wir mal hier in die Scheune rein und da gucken wir jetzt mal, ob die Maschinen sich automatisch sortiert haben, so wie das in Vorgängerteilen war. Was ich eigentlich ganz cool fand. Aber irgendwie kriege ich jetzt gerade das Tor nicht auf. Oh, das ist auch wieder hier. Irgendwas mache ich falsch. So, nehmen wir ganz nah ran drücken. Sesam, öffne dich Taste und wir sehen, die Maschinen sortieren sich nicht mehr. Okay, dann nehmen wir hier den Trecker vom Helfer mal raus und dann kaufen wir ein kleines Güllefass. Wir haben ja nun bis jetzt noch ein kleines Feld angelegt, weil wir einfach uns noch nicht mehr Maschinen leisten können. So wie das Arbeitslicht... Hinten, okay. Und wie ging das Frontlicht an? Das weiß ich gerade nicht mehr. Wie ging denn das Frontlicht an? Optionen, Bedienung, Licht, Fahrzeug, Hupe, Arbeitslicht, Hauptlicht. Na guck. EV Illumination. Sieht man auch was hier. Guck mal da. So, dann fahren wir raus und dann gehen wir auf unseren Landhandel und dann gucken wir mal, dass wir so ein ganz kleines Güllefass kriegen, weil wenn er so groß ist, können wir uns nicht leichten, weil ich war so dämlich, ich habe mir zwei Trecker zu Anfang gekauft, ohne dass wir hier Waren großartig verkaufen können. Hä, wir müssten vielleicht auch die Hühner nochmal köpfen oder die Eier von den Hühnern, da müssen wir uns mal angucken, wie das geht. Jetzt habe ich im Trecker drin gesessen und wenn wir dann das O drücken, dann gucken wir in den Paint Shop, da wollten wir aber nicht rein, sondern wir wollten ein Güllefass kaufen. Dann gehen wir auf die Erweiterung. Dann gehen wir auf Düngen und dann nehmen wir einfach das einfachste, billigste, was es gibt. Da gibt es einmal die Güllefässer. Gibt es denn hier keinen Mist? Ha. Nehmen wir mal das ganz Kleine. Das muss dann reichen. So, und das hängen wir an. Etwas zum Arbeiten. Ja, sehr schön. Hatte ich aber schon das Achievement. Zur Sicherheit speichern wir mal. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder speichere. Komisch, oder? Hm, wie das wohl kommt. Da ist es. So, fangen wir mal ran. Ich jetzt einmal zweimal dieselben eigentlich, oder was? Und dann fahren wir gleich mit dem kleinen Kipper mal die Eier in die Stadt zum Verkaufsstand, damit ihr seht, wie das funktioniert. Und die Aufgabe des Güllens, die geben wir dem Helfer. Das ist mir nämlich zu blöd, über das Feld zu fahren mit dieser komischen Textur da. Das ist irgendwie ganz gewöhnungsbedürftig. So, angehängt. Zapfwelle noch. Das Runde. Muss in das Runde. So. Sehr schön angehangen. Wie im richtigen Leben müssen wir absteigen, die Maschine anhängen. Sehr realistisch. Als Simulator halt sehr gut entsprechend. Gibt Pluspunkte in meiner Wertung. So, und wenn wir jetzt hier in die Nähe von diesem Misthaufen hier fahren, das sagt uns zwei Dinge. Zum einen, wir müssen uns irgendwann um unsere Tiere kümmern. Wenn wir das Güllefass voll machen, dann ist der halbe Misthaufen weg. So, da war jetzt irgendwie... Na... Ja, zu nah dran. Da hätte ich festgefahren, hier geht gar nichts mehr. So, da sind wir schon dran. Jetzt sollte eigentlich hier im Maschinenmenü... Da füllt es sich auf, genau. So, das lassen wir mal laufen. Und währenddessen sagen wir dem Helfer schon mal, hier, Sebastian, du guter Kollege, komm mal her und geh mal zu dem Güllefassträger. Das macht er auch, so nett wie er ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Güllen, ob das auch der Helfer machen kann. Auch so der Hof und so vom Layout finde ich das hier, die Toskana-Map finde ich eigentlich mit die schönste. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre nicht fair, wenn ich den Playtest, glaube ich, so beendet hätte, dass ich nur, sagen wir mal, die verbuggte Version getestet habe. So, hier wählen wir mal das Feld aus und jetzt sagen wir mal starten. Und jetzt bin ich wieder gespannt wie ein Flitzebogen. So, das kann er, dann müssen wir mal eben einmal ihm sagen, dass er hier mal so ein bisschen rumfahren soll. Haben wir schon starten gesagt? Machen wir mal selber. So, also wenn ihr auf Übernehmen geht, dann könnt ihr mal immer hier dem Helfer so ein bisschen helfen. Wahrscheinlich, weil er hier im Hof rund steht, kommt er nicht raus.
So, dann fahren wir den mal hier in Position. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ja doof, das ist ja, ne, Landwirtschaftssimulator, wir müssen nur ein Haar drücken. Ja, aber dann müsst ihr Fahrzeuge auch direkt dahin fahren. Also, wenn das mal irgendwann richtig funktioniert mit dem Helfer, dann, so, Feld auswählen, dieses bitte und leg los, Junge. Du schaffst das. Na los. Na komm. Ja. Vielleicht können auch nicht düngen. Also es gibt Maschinenkombos, wo das nicht geht. So, ich möchte jetzt das hier wie beim Landwirtschaftssimulator machen, dass ich hier eine Taste für belege. Ich weiß gar nicht mehr, welche Taste war das beim B. Ich glaube B war es, ne? Also sagen wir hier Tastatur zuweisen. Hier drücken wir dann das B. Ja. Dann sind wir fertig und jetzt können wir... Oh. Jetzt kommt... Oh, ich habe... Super, ich habe dabei die Taste Dingsbums gedrückt hier. Die Auf-Taste. Zum Zuweisen Schaltfläche anklicken. Zack. Primäre Taste, sekundäre Taste. Okay. So. Ich hatte gerade aus Versehen die Vorwärtstaste mit dem Güllefass belegt und das kann natürlich nicht gehen. So, jetzt checke ich fest. Warum? Keiner weiß. Ach, wer der dämliche Helfer hier noch an Bord ist wahrscheinlich. Was passiert denn, wenn wir den Helfer die Maschine ankuppeln lassen? Vielleicht geht's ja dann. Also, zack, Helfer. Gehe zu Güllefass. Jawohl. Feld auswählen. Und starten. So, da macht er das auch. Natürlich mit Güllefass ist es besser. So, also nochmal. Das. Dahin. Das. Dahin. So, was ich eben sagen wollte, wir müssen ja auch die Gülle, die kommt ja nicht vom Himmel, wir müssen gleich mal ein paar Tiere aufstallen. Und um das zu tun, müssen wir so weit sein, dass wir auch Stroh und Heu verfüttern können. Das ist langsam jetzt kompliziert. So, dem sagen wir jetzt hier... Feld auswählen, genau, das hier. Und dann sagen wir starten. Das ist doch wohl. So, gehe zu. Feld auswählen. Hatte eben das Güllefass nicht übernommen. So. Und jetzt gucken wir mal, wie er das macht hier. Also er fährt hier ran. Und... Dann sehen wir gleich, oh, ihr braucht wirklich nur für das Feld wirklich nur einmal drüber fahren. Das interessiert mich jetzt aber. So, er fährt in die Furche rein. Jetzt anstellen. 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 Also das ist jetzt aber nicht, das, nicht... Habe ich auf G zugeklickt? Habe ich das wirklich? Starten. So, jetzt haben wir. Jetzt wird ein Schuh raus. Also, jetzt fährt er rum. Ah, ist das spannend. Es ist richtig spannend zu sehen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ja, also, wir müssen Tiere aufstallen. Das machen wir dann später. Und dazu müssen wir gucken, dass die auch dann zu flirten haben. Was macht er jetzt? Doch nicht. Wo will er denn hin? Der fährt hier einfach zurück oder fährt er ran oder was? Vielleicht geht es auch nicht mit der Maschine. Dann aktiviere ich die gleich mal, wenn er da wieder drüber fährt. Dann gucken wir mal, wie breit das ist. Also wenn der Helfer so diese Breite nimmt... Oh, diese ganzen Details auch an den Maschinen, ne? Das ist ja echt Wahnsinn, ne? Das ist schon richtig cool, aber... Das ist so verbuggt.
immer noch so ein bisschen. So, gucken wir mal, ob er es macht, also mache ich's. So, er macht's glaube ich nicht, dann mache ich mal die Maschine an. Und wie wir sehen, sehen wir, dass das so auf keinen Fall breit genug ist. Offenbar erkennt er das Feld nicht richtig. Mal schauen, was er macht, wenn er fertig ist. Ist die Scrollgeschwindigkeit auf der Map, die hätte ich gerne auch noch höher. So, er hält an. Dreht um. Fährt auf der einen Seite zurück. Das ist ja eigentlich ganz okay. Er müsste jetzt eigentlich das Gerät ausmachen, tut aber auch nicht. Jetzt macht das aus. Jetzt hat es wieder angemacht. Ja, jetzt passt's. Aber wir... Das ist alles sehr, sehr komisch. Aber es funktioniert. Also jetzt haben wir das Feld gedüngt, mehr oder weniger. Mal gucken, ob er jetzt das eine Stück noch da hinten macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der wird jetzt einfach stehen, der Kollege. Da fahren wir gleich eben von Hand drüber. Und dann kümmern wir uns im nächsten Teil um das Grubbern. Und dann um das Sehen und um unsere Tiere und über... Oh, ah, ich fährt doch nochmal. Aber das wäre ja was, wenn das jetzt klappt. Ich bleib mal hier im Anschlag, weil ich nicht denke, dass er das selber ausmacht. Gut, ich mach's mal aus. Der fährt wieder an dieselbe Stelle. Ja, merkwürdig. Was wir in der Zeit schon mal machen können, werden wir... Wir lassen ihn jetzt einfach mal machen. Mal gucken, was dabei rauskommt, wenn es fertig ist. Wir brauchen dann jetzt einen Gruber. Den kaufen wir nochmal eben. Und da ist wieder das gleiche wie auch im Landwirtschaftssimulator. Da nehmen wir einen, den der Trecker schafft. Aber wir brauchen nicht so einen großen, ne? Wir müssen ja auch Geld sparen. Wir haben nämlich keins mehr. Guck mal, wenn wir den großen hier nehmen würden. Wir nehmen den allerbilligsten. Weil, wir haben kein Geld, ne? So, was macht der denn da? Also düngen tut er jedenfalls nicht. Komm, dann tun wir den mal da raus. Das hat keinen Sinn mit dir, Kollege. Steig mal aus hier. Raus. Und wir übernehmen selbst. Und dann machen wir ihn das Stückchen noch zu Ende hier. Das soll es dann für dieses Video auch gewesen sein. Beziehungsweise können wir ihn immer noch ans Grubbern tun. Das machen wir nochmal eben fix. Und im nächsten Teil geht es dann um die Seetechnik und um die Tiere kümmern wir uns. So, fahren wir mal ran hier. Tempomat, erster Gang. Und dann sagen wir mal hier B wie Bertha, um das Ding anzumachen hier. Da ist es jetzt nicht schön, aber selten. Hier, ihr könntet mal, liebe Entwickler, hier die Polygonen von den Feldern, über die man rüberhubbelt, ein bisschen kleiner machen. Also es ist nicht so realistisch, dass ein Trecker so viel ruckelt. Aber wenn ihr mal guckt, hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wahrscheinlich besser sehen, wenn man übers Feld fährt. Also zum Beispiel diese Schutzbleche von den Reifen und so, die bewegen sich auch alle mit, ne? So wie gerade irgendwie der durchgeschüttelt wird, so bewegen die sich mit. Ja, das ist natürlich alles sehr schön, aber es nutzt nichts, wenn das Spiel ansonsten so viele Fehler immer noch hat. Immer noch, leider, leider, leider. Ich würde so gerne richtig gut spielen. So, dann machen wir letzte Bahn auch noch. Düngen da hinten noch so ein bisschen mit. Dann stellen wir das Güllefass mal irgendwo hin, wo es keinem wehtut. Dann tun wir den Kollegen noch ans Grubbern und dann soll es für dieses Video das mal gewesen sein. Und dann bin ich mal gespannt, ob der das Grubbern richtig macht. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Nicht. So, ja genau. Jetzt fahren wir mal hier das Ding mal aus dem Weg raus. Aufsteigen. Dann einmal lösen auf das X. Zapfwelle ist von alleine rausgegangen. Sehr gut. Und einsteigen würde ich übrigens auch gerne mit.
die irgendeine Taste. So. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Dieser kleine Mini-Würstchen-Gruber da. Und, ja, so ein riesen Trecker davor. Das ist schon... Jedenfalls freue ich mich, wenn ich jetzt gleich noch einen oder zwei Teile aufnehme und dann endlich XCOM spielen kann. Enemy Unknown, das neue, große, super, hyper-duper Spiel in unserem Channel. Wie ich finde. Ihr schaut es euch noch nicht so viel an. Warum, weiß ich nicht. Ich finde es klasse. So, Quadrat zu... Nein, Dreieck... zu... Nochmal, Dreieck. Wo ist das Dreieck hin? Ach, da oben. Ja, also bitte macht diese Dinger mal größer. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich mit Bildschirmauflösung 640x480 getestet. Aber ich habe hier 1920x1080. Und das nervt schon ein bisschen. Ne, Jungs, macht das mal. So, achso, dem Helfer wollen wir das ja sagen. Das heißt, wir machen jetzt mal hier... So, zack. Und dann holen wir mal hier unseren Sebastian wieder an den Start. Hier, gehen wir hier zu dem Träger ran. Zack. Das macht er auch, so nett wie er ist. Und dann lassen wir den grubbern und wir sehen uns dann wieder, wenn das Feld fertig gegrubbert ist, zum Thema Seetechnik und Co. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Feld auswählen. Dieses bitte. Und starten. Starten. Abwählen. Feld auswählen. Dieses. Und starten. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Tschüss!